Hallo, wir sind hier heute bei Panayota Petrido und dass sie gut Autos verkaufen kann, das wissen wir schon. Ob sie auch gut grillen kann, das schauen wir jetzt. Hi, ich bin die Panayota, grüß dich. Was machen wir denn heute? Ja, ich habe als Vorspeise ein paar gefüllte Champignonköpfe mitgebracht mit Parmesan-Nusscrumble. Und ich hacke hier die Champignon-Stiele und ein bisschen Petersilie. Und das kommt dann zu unterst in die Champignonköpfe rein. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann kommt dein Crumble anschließend drüber. Da bin ich ja gespannt. Hört extra ja schon für gut. Dich habe ich keinen Knoblauch reingemacht, weil ich gehört habe, dass du kein Knoblauch isst. Ist das richtig? Ja, also du musst dir vorstellen, dass ich einen Onkel habe, der morgens früh schon 4-5 Köpfe Knoblauch in eine Mörse auf sein Brot geschmiert hat. Und wir hatten keine Klimaanlage in dem Wagen und er hatte Asthma und hat so viel Knoblauch gegessen, dass wir die 15 Kilometer zum Strand bei einem 40 Grad heißen Wagen immer so gefahren. Und alles roch nach Knoblauch. Und das war so schrecklich für mich, als Kind schon. Und deswegen esse ich keinen Knoblauch. Ich küsse auch keine Jungs, ne, wenn die Knoblauch gebrochen haben. Ich mache hier den griechischen Deckel drauf. Guck mal, das ist so nett. Alles, was gerieben ist, muss auch gegessen werden. Ja. Griechische Weisheit. Kümmern wir uns erstmal um deine Vorspeise, die du mitgebracht hast. Ja. Was ist das? Das sind Chicorée-Schiffchen. Ein ganz normaler Chicorée, der wird halbiert. Normalerweise wird er ein bisschen in Wasser mit dem ganz kurz so ein bisschen blanchiert. Kann man aber auch wunderschön jetzt auf den Grill hauen. Das ist von meiner Schwester und die lebt in Südafrika, in Kapstadt. Und die hat mich einmal damit empfangen. Okay. Und das war so lecker, dass ich mir natürlich das Rezept dann mitgenommen habe und jetzt 10.000 Kilometer hierher gebracht habe. Nach Solingen. Das ist auch kulturelle Vielfalt, ja, ne? Definitiv. Ja, ich würde sie am liebsten, würde ich da mit dem... Ich kann ja sagen, ohne dass ich das weiß... Sieht das toll aus, guck mal. Hä? Da möchte man sich gleich dazwischen legen. So war das. Da, 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 da. Mal. Ja. Auch aus Südafrika, roter Pfeffer. Und da haue ich mir immer hier was rein. Und Pfeffer darf ja nie gemahlen in der Küche sein, ja? Fisch ist für dich kein Problem? Ja. Okay, dann ist ja gut, dass wir heute diesen japanischen Lachs in Teriyaki-Soße vorbereitet haben. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du hier mal mit dem Zahnstocher die beiden Enden ein wenig verbindest, damit die auf dem Grill nicht auseinanderfallen. Das mache ich. Dazu gibt es übrigens Gurkenspaghetti. Das werden wir gleich mit etwas geröstetem Sesam und einer Marinade noch zu dem Lachs servieren. Lachs souvlaki heißt der jetzt übrigens, weil diese souvlaki-Spieße, die hat man auch immer so aufgespießt. Ach, siehst du mal, guck mal, dann haben wir noch einen griechischen Twist in das Ganze reingebracht. Meine Freundin ist Stewardess und die hat mir erzählt, dass es in Japan ganz andere Gerichte gibt als die typischen japanischen Gerichte, die wir hier kennen. Okay. Ja, auch in China ist es ganz anders. Da ist also nicht Ente süß-sauer auf dem Hauptgericht Nummer 4, sondern die kochen da wirklich ganz, ganz andere Sachen. Mhm. In Griechenland gibt es auch nicht typisch an jeder Ecke übrigens einen Gyrosladen, wie man das meint. Ja. Ja, und wir essen auch nicht den ganzen Tag Gyros, so wie in Deutschland nicht den ganzen Tag Kartoffeln gegessen wird. Ne? Musste ich den Griechen aber auch erstmal erklären. Bitteschön. Einpacken. Oh, guck mal. Du hast ja erzählt, dass deine Freunde alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Spielt das bei euch irgendwie eine Rolle? Mein Freundeskreis besteht aus Italienern, aus Arabern, aus Türken, aus Griechen. 2-3 Quotendeutsche haben wir noch dazwischen. Und wir treffen uns ja auch viel und kochen auch unterschiedliche Sachen. Das ist immer echt ganz witzig. Aber so abgesehen vom Kulinarischen, gibt es da auch irgendwie was, wo du sagst, das stimmt schon? Also was man so über die Griechen sagt oder über die Deutschen auch? Was definitiv ja stimmt, ist, die Deutschen essen weniger als wir Griechen. Wir essen in der Fülle und wir essen auch viel länger. Also unser Tisch ist auch länger gedeckt. Es muss auch ruhig was übrig bleiben. Ich hatte mal einen deutschen Freund, da hat die Mutter die Kartoffeln abgezählt. Da hat die gesagt, 3 ist der Papa, 3 ist der Sohn. Da habe ich mich nach Hause gekommen und gedacht, was ist denn da los? Sie sind dann durchgedreht. Habt ihr euch sofort getrennt? Ja, nicht lange hat es gehalten. Hör mal, wir müssen noch lachen. Ja, ich glaube auch. Ah, die sehen noch herrlich aus. Die sind jetzt natürlich ein bisschen kaputt, aber das macht nichts. Du hast doch gesagt, bei den Griechen muss es nicht schön aussehen, war das so? Nee, genau, das Auge ist nicht mit, bei uns ist der Magen. Und da darf ruhig mal was kaputt gehen. Das merken wir uns. Ja.
Ist das was, was sich die Deutschen von den Griechen abgucken können? Oder gibt es da noch was anderes? Die entspannen, ja. Wenn der Fisch kaputt geht, ist es wurscht. Die Gesellschaft zählt. Der Spaß, ja, und die Geselligkeit. Die Gemeinschaft. Alles klar. Nehmen? Ja. Für die kleine Regina. Da glaube ich, die das auch. Unbedingt. Die sind zwar mariniert und Sojasauce, aber da muss ich den Japanern leider sagen, tut mir leid, gegen Zitrone habt ihr einfach keine Chance. So. Okay, aber das ist jetzt karamellisierter Ananas mit ein bisschen Passionsfrucht. Und wir haben für dich auch extra Zitrone dran gemacht. Also, ich denke. Das kann also nicht schief gehen. Richtig. Probier mal. Ich mir. Läuft doch das Wasser in den Kopf. Leg mir doch noch so eine Mandel. Und dann. Noch ein bisschen Deko. Okay. Fee, wir hatten heute so einen tollen Tag. Ja. Das Essen war grandios, aber überall muss natürlich immer ein Schuss Zitrone dran. So, und weil ihr alle so lieb habt, dürft ihr auch alle eine mit nach Hause nehmen.